Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Stört euch nicht an dieser etwas dunkleren Beleuchtung heute. Ich war gerade zu bequem, die Jalousie hochzuziehen und deswegen leuchten jetzt meine Lämpchen auf mich ein, aber das Naturlicht ist nicht drin und das sieht man, glaube ich, ganz extremst im Hintergrund. Aber ich bin gerade von der Arbeit gekommen und hatte irgendwie keine Lust, jetzt auch noch die schwere Jalousie hochzuheben. Ja, Bequemlichkeit lässt grüßen. Heute soll es meine Rezension zu Sommergeister von Mary Rickard geben. Das Ganze ist im Piper Verlag erschienen und kostet neu 16,99 €. Das ist eine Paperback-Ausgabe, also so eine Broschüre. Und ja, ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut, denn in dieser Geschichte geht es um die 15-jährige Bay Singer und man kennt das ja, jeder hat irgendwo seine Geheimnisse, manche sind halt größer, andere sind kleiner, doch dieses Geheimnis, was hinter Bay und ihrer Familie steckt, ist einfach eins der größten Geheimnisse, die es jemals geben wird. Auf jeden Fall beschreibt der Titel das so. Und ihre Mutter ist halt eine Hexe gewesen und sie verbirgt eine dunkle und düstere und furchtbare Vergangenheit. Und das ist vor Jahrzehnten geschehen und niemand darf es erfahren. Und Bay will den Gerüchten halt auch einfach nicht glauben. Doch etwas in ihr selbst weiß es halt eigentlich besser, als die Mutter oder Bay es sich selber vom Kopf her glauben lassen machen möchte. Oh Gott, der Satz verkompliziert. Und je weiter sie nachforscht, umso unglaubwürdiger wird die ganze Geschichte. Und ob sie das Geheimnis um die Vergangenheit ihrer Mutter lösen kann oder nicht, das müsst ihr selber lesen. Ich muss sagen, ich habe mich ja sowas von unsagbar auf dieses wunderschöne Buch gefreut. Nicht nur, weil es atemberaubend toll aussieht und einfach eine ganz, ganz, ganz tolle und hübsche Aufmachung hat, sondern weil es sich auch wahnsinnig spannend angehört hat. Ich war ja auch nach Bitter und Sweet wahnsinnig positiv Hexen gegenüber gestimmt und habe so gedacht, oh geil, Hexen gefallen mir endlich. Und ja, deswegen habe ich mich noch mehr auf dieses Buch gefreut, weil ich dachte, hier habe ich jetzt auch mal wieder eine Hexengeschichte, die so ein bisschen familiengeheimnismäßig ist, aufgemacht und so. Und ja, ich muss sagen, das war ein totaler Flop. Ich hätte dieses Buch stellenweise, ich glaube schon nach den ersten 50 Seiten, am liebsten aus dem Fenster geworfen, weil ich es einfach nur schlecht und grottig fand. Ich muss euch leider sagen, dass mich diese Geschichte null überzeugen konnte. Ich hatte das Gefühl, ich lese mich um Kopf und Kragen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was diese Figur miteinander verbindet und was genau wie zusammenspielt, damit das alles funktioniert. Und ich war sehr irritiert. Das fing schon auf den ersten 20 Seiten an, dass ich so wahnsinnig verwirrt war und nicht mehr zuordnen konnte, wer wie wo was. Und ich habe auch nicht verstanden, ob die Mutter jetzt wirklich diese Nen war oder nicht, weil die irgendwie anscheinend schon so alt war wie eine Großmutter. Und das war mir alles so verwirrend und so kompliziert. Ich habe da nicht so durchgestiegen. Das war eine ganz, ganz komische Geschichte. Ein ganz, ganz merkwürdiger Schreibstil, der mich null gefasst hat. Das waren Figuren, die überhaupt keine Tiefe und keine nix, die hatten gar nichts. Also das waren einfach nur, fühlte sich an wie dahin geklatscht. Und alles im allen hat diese ganze Story auch keinen richtig roten Faden gehabt. Man hat gar nicht durchgesehen, wer jetzt überhaupt der Protagonist in dieser Geschichte ist, weil hier hinten steht was von Bay drauf, aber irgendwie geht es die ganze Zeit um Nan und ich hab's nicht gecheckt. Tut mir leid, tut mir wahnsinnig leid. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe mir manche Seiten doppelt durchgelesen, weil ich dachte, ich habe irgendwas überlesen oder nicht gesehen oder sonst was. Aber dem war nicht so. Das Einzige, was mir echt gut gefallen hat, neben dem Cover, waren diese Absätze hier am Anfang eines jeden Kapitels. Da steht halt über unterschiedliche Pflanzen und Kräuter, zum Beispiel Kürbisse. Oder was haben wir denn noch? Ich glaube, Möhren hatten wir, Kiefer, Stockrose und Käsepappel und all sowas. Da steht halt über unterschiedlichste Pflanzen und Kräuterarten so Informationen. Und das war wirklich informativ. Das war super. Man hat hier noch so ein bisschen Pflanzenkunde gehabt. Das hat mir gut gefallen. Das passt auch, weil das für mich hier auch kein richtiges Fantasy-Buch ist. Es geht mehr so um diese Wicca-Geschichte. Also mehr um diese Ausübung von Natur. Ich will das jetzt nicht zu, weil ich mich mit diesem Wicca-Thema gar nicht auskenne, deswegen will ich auch niemanden auf den Schlips treten, aber ich meine, Wiccas sind mehr so, die sind sehr naturverbunden, versuchen viel mit Heiltänkturen, also aus Kräutern und so, und deswegen ist dieser Hexenruf da, glaube ich, hinter, also so habe ich das verstanden. Und das hat aber keine fantastischen Elemente in dem Sinne,
Wobei hier auch fantastische, ja, also es hat auf jeden Fall nicht in Hexenrichtung so krass fantastische Elemente. Hier sind andere Dinge, die ich auch nicht ganz verstanden habe. Von daher kann ich das auch gar nicht so zu 100% wiedergeben, ob das jetzt so ist oder ob die sich das nur eingebildet haben oder wie das genau ist. Also das war für mich ein Buch, ich hätte es am liebsten nach 50 Seiten abgebrochen. Ich habe es nicht getan, weil ich es gerne rezensieren wollte und meinen Eindruck bestätigt haben wollte, da es auch ein Rezensionsexemplar war. Und ja, das tat mir sehr, sehr leid, denn das kann ich einfach nicht bewerten in dem Sinne von gut, schlecht. Es war einfach nicht ausreichend. Ich für meinen Teil bin am Überlegen, ob es tatsächlich am Schreibstil liegt, also beziehungsweise an der Übersetzung. Denn ich habe mir auf Goodreads Rezensionen durchgelesen und die deutschen Bewertungen, die sind alle sehr schlecht. Die englischsprachigen Bewertungen, also aus der Schriftstellersprache von der Autorin, sind gut. 5 Sterne. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass da echt was bei der Übersetzung in die Hose gegangen ist. Das ist das, woran ich mich gerade klammer und die Hoffnung habe, dass das wirklich durch die Übersetzung so komplex und umständlich geworden ist und nicht von Anfang an so war. Ich weiß, ich rede mir das so ein bisschen schön, aber ich versuche halt auch immer positive Aspekte zu finden und nur weil es mir nicht gefällt, heißt das ja auch nicht, dass es jemand anderen von euch da draußen nicht gefallen kann und somit versuche ich das immer noch ein bisschen positiv darzustellen. Aber von mir hat dieses Buch nur 1,5 Sterne gekriegt. Einfach diesen halben Stern hat es bekommen, weil diese Kapiteleinleitungen wirklich toll waren und sehr informativ und ja, das finde ich, muss man honorieren und loben. Und deswegen 1,5 Sterne. Für mich gerade eins der schlechtesten Bücher, die ich 2016 gelesen habe, was mir sehr leid tut. Ich würde dieses Buch auch gerne zur Adoption freigeben. Vielleicht findet es irgendwo noch ein Zuhause, wo es ihm besser geht als bei mir. Das würde natürlich erst nach meinem Lesemonat geschehen, weil vorher halt brauche ich es halt noch. Das hat hier sogar eine ganz, ganz leichte Leserille. Also da ist mir einmal beim Lesen das Buch runtergefallen und da war ich gerade im Krankenhaus. Das war so eine blöde Situation und dann kann man die hier ganz leicht ertasten. Ist jetzt aber nicht so, dass die total durchdrückt oder so. Das hat auch keinen runden Rücken, also das ist ganz normal. Es hat halt nur diese ganz leichte Rille. Und ja, ich würde mich freuen, wenn dieses Buch ein gutes Zuhause findet, wo es dann wieder gewertschätzt und geliebt wird und jemanden hat, der es gut findet und total gern mag. Ich schaue mal, wie viele Leute sich melden. Natürlich ist es ein Rezensionsexemplar, also am liebsten würde ich es an einen Blogger oder Booktuber abgeben, der das dann auch rezensiert und hoffentlich besser rezensieren kann als ich. Wenn sich niemand in die Richtung melden würde, dann gebe ich es natürlich auch gerne an euch andere, also an euch Abonnenten, aber die Verlage wünschen sich das ja meistens gerne, dass wenn wir es abgeben, weil es ein Rezensionsexemplar war, dass das dann auch an jemanden kommt, der das nochmal neu rezensieren kann. Ja. Das nur kurz zur Erklärung, zur Erläuterung. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich schaue mal, wie ich es mache. Ich kann ja auch nochmal mit dem Verlag Rücksprache halten, ob es auch okay ist, wenn ich das unter meinen Abonnenten sozusagen verlose. Das kann ich euch ja sonst noch mal einen Lesemonat sagen. Und ja, das war's zu diesem Buch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr das Buch auch gelesen habt. Ich weiß, dass die Jenny von Regenbogengarten das gelesen hat. Die fand das auch nicht gut. Die Rezension habe ich heute schon das Thumbnail zugesehen und habe nur so gedacht, okay, ja. Und ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr euch nochmal die positiven Bewertungen durchlest. Vielleicht war ich auch einfach, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao!